Hallo lieber Fußballfreunde, meine Meinung von Arthur Spahic. Ich finde von Arthur Spahic, ja, ist guter Keeper. Aber ne, kann ich eigentlich euch sagen, dass wie Matteo Rapp ist. Arthur Spahic. Aber das andere Sorte. Eigentlich von zweite Liga Reife Spahic. Ich finde von diese Keeper eigentlich ist gut, ja, aber nicht gut genug. Das reicht aber nicht. Von Andreas Lutz etwas stärker. Wie Arthur Spahic ist. Arthur Spahic finde ich, eigentlich das dritte Ligas Keeper ist eigentlich. Arthur Spahic, ich finde, das ausleihen sollen. Vielleicht ausleihen von Mannschaft, von SFC Köln Beispiel, Union Berlin, Bochum oder Werder Bremen oder andere Vereins. Und das Deutschland ist. Oder von außerhalb, von Europa. Glaube ich eher weniger. Aber ich glaube, von Ausleihen eine dritte Liga-Mannschaft. Beispiel Rot-Weiß Essen. Beispiel von Keeper werden. Von Arthur Spahic. Oder von 68 München. Klar, gibt's auch da gute Keeper. Oder so ein Hof Groß Asbach ist Regionalliga. Das kannst du gerne von helfen und lernen. Von Hochtun von anderen Mannschaften, lieber Arthur Spahic. Ausleihen von Arthur Spahic ist immer gut. Und dann kann das Kräfte messen. Spahic zu Julian Kral. Oder Spahic zu Andreas Lute. Arthur Spahic muss viel lernen, jedenfalls. Aber ich weiß gar nicht, dass Arthur Spahic hinkriegt. Im Moment ist nur gerüchtemäßig MSV Duisburg. Lieber Arthur Spahic, überleg dir sehr gut, was du machst. Bitte ausleihen. Brauchen wir gute Keeper? Habe ich jetzt drei gute Keeper. Einmal von Andreas Lute, Julian Kral und Arthur Spahic. Drei ganz gute Keeper. Aber viertes ist leider weg. Ist HSV aus. Matteo Raab, aber egal. Und ich überlege, von Arthur Spahic ist ein guter Keeper. Vergessen dir nicht.
viel Spaß von diesem Video.